Herzlich willkommen. Wir sprechen über Radagast Bund heute. Und ihr seht wieder, ich bin mit Büchern hier vollgestopft. Warum? Weil ich verschiedenste Profile aus den unterschiedlichen Büchern hier holen muss. Lass uns direkt anfangen mit Radagast selber. Klassischer Support-Zauberer, schönes Modell, guter Punktewert, nette Zaubersprüche, kann als einziger Zauberer eine zweite Attacke durch Sebastian, seinen Freund, bekommen. Und was ich eigentlich eine coole Sache finde, ist, er hat überall in Sichtlinie und kann auch eigentlich nicht beschossen werden, wenn er im Verdeck steht, weil ihm ein Elbenband trägt. Und geil finde ich Radagast Schlitten. Wenn er den Sebastian und den Schlitten mit hat, dann hat er beim Niederreiten 12 Möglichkeiten zuzuschlagen. Das ist schon echt heftig, weil der 4 Attacken im Profil hat. Sebastian kommt immer dazu, sind 5. Und der Angriff, wenn er angegriffen hat, sind 6 Attacken. Der ist echt nicht schlecht. Ja, wen gibt es noch? Gwei hier, das ist ein Riesenadler. Ein bisschen zu teuer von den Punkten her, aber trotzdem starkes Modell. Ich meine, Monster sind natürlich generell aufgewertet worden mit den neuen Regeln. Und der bringt natürlich einen ganzen Haufen Riesenadler mit, die auch nicht schlecht sind. Einzig, was mich sowohl bei Gwei hier als auch bei den Riesenadlern stört, ist, dass sie halt nur 2 Attacken haben. Und das könnte immer ein Ticken zu wenig sein. Jo, das waren die Kollegen aus diesem Regelbuch. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Hier geht's weiter. Wir haben Beorn. Beorn rockt. Beorn ist geil, kostet einen ganzen Haufen Punkte, aber der rockt. Ja, die gerne einen Bären spielen wollen, der Beorn startet immer als Mensch und verwandelt sich dann in einen Bären und der haut richtig drauf. Einziger Nachteil, den ich sehe, ist, dass er immer angreifen muss. Also für Szenario-Ziele ist, dann ist er nicht so gut geeignet. Kostet einen ganzen Haufen Punkte, vielleicht 20 Punkte weniger wäre ein bisschen besser gewesen, aber auf jeden Fall sehr, sehr starkes Modell. Bart der Bogenschütze. Bart der Bogenschütze, da gibt es auch 2 Profile. Ich guck mal, ob beide hier erlaubt sind. Ne, es ist nur Bart der Bogenschütze hier erlaubt. Der ist sehr, sehr stark. Gute Nahkampfwerte, auch sehr guter Beschuss, 3 Heldentum. Und der kann auch, ähnlich wie die Legolas-Fähigkeit, ein bisschen schlechter, mehrfach schießen. Und der hat den schwarzen Pfeil, dass er automatisch treffen kann. Eigentlich kein schlechtes Profil. So, jetzt muss ich gucken wieder, weil das ja alles durcheinander hier ist. Bar den Bogenschützen haben wir. Jo, und jetzt wird es interessant, weil jetzt kommen neue Profile, die mir selbst auch noch nicht so genau sind. Tauriel, die Exilantin. Wer den Film gesehen hat, der weiß, Tauriel wird ja verstoßen. Und die neue Tauriel ist recht ähnlich wie die alte. Ist ein bisschen billiger sogar, hat keinen Bogen. Dafür ihre Klingenmeisterregel. Und Ben Kili, der Zwerg. Ihr wisst ja alle, da gibt es so eine kleine Love Story, klein ist gut, aber ich finde es ganz nett, mir gefällt es. Gut, ich gucke auch gerne Liebesfilme, das ist jetzt für die meisten Leute wahrscheinlich eine große Offenbarung, aber ich stehe dazu. Wenn Kili der Zwerg in der Armee ist, und vor allem Champion des Ereborn in der Armee ist, dann sinkt ihre Verteidigung und ihre Stärke steigt ähnlich wie bei den Affenbrüdern. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil dann wird sie, glaube ich, noch ein Ticken stärker. Jo, wen haben wir noch? Beorn und mein absoluter Overkill. Ich finde das eine super Sache. Kommt im Film genauso. Eine Endkameraeinstellung, aber Radagast, der Braune auf Riesenadler. Ich glaube, das ist das, was wir seit dem ersten Regelbuch alle wieder sehen wollen. Der konnte nämlich früher Gandalf auf Riesenadler reiten. Jetzt kann es der Radagast, der Braune. Und ich finde, er ist zwar so teuer, aber seine Punkte wert. Und er ist nicht unschlagbar. Gefährlich wäre gewesen, wenn die dem den Stab mit der Zauberer gegeben hat. Aber jeder, der die Geschichte kennt, der weiß, dass der Stab dann an Gandalf weitergegeben wird. Der hat also keinen Stab, hat 6 Willenskraft, hat Zorn der Natur dabei, Aura des Schreckens, sind Fortbestie, aber er kann halt nur 6-mal zaubern. Er kann weiterhin seine Heilung und er sitzt am Adler. Und wenn ihm der Adler zu blöd wird, dann steigt er einfach ab. Und der Adler bleibt. Und das finde ich richtig schick. Das heißt, wir haben ein monströses Reittier mit 12 Zoll Bewegung, K7, Stärke 6 und auf den Angriff 3 Attacken. Ziemlich geil. Aber halt nicht der ultimative Magier. Aber auf jeden Fall ein Modell, das ich gerne sehen würde. Ich stelle mir gerade so eine Armee vor. Radagast der Braune, Beorn und Baumbart zusammen 600 Punkte, ganz genau. Also Radagast der Braune auf Riesenadler natürlich. Das würde rocken. Womit kann man die Kollegen verbünden? Alles, was so ein bisschen kreucht im nördlichen Bereich, Thranduils her. Die Kollegen kommen dann natürlich auch zur Schlacht der 5 Heere. Das heißt, mit den Elben, mit den Zwergen, mit Seestadt.
da geht einiges. Gegebenenfalls auch mit Bruchtal, wobei das ist schon ein bisschen hergeholt, eher noch mit Lothlorien kann man die verbinden. Einsteigerarmee, ja, alles sehr gut erhältlich, super viele Plastikmodelle, man braucht nicht viel anmalen. Große Modelle sind immer leichter zu bemalen als kleine. Einsteigerarmee, 2 Daumen hoch und es macht richtig Fun, mit denen zu spielen. Also, ich habe ja zwei Freunde, die kennt ihr auch, Stefan und der Timo, die zocken ja auch sehr oft nur mit reinen Monsterlisten und da sind die Adler perfekt geeignet, weil sie die aus Plastik gibt. Das heißt, jo, Einsteigerarmee, top, auf jeden Fall. Gut, das war's zu Radagasts Bund, der jetzt ein bisschen flexibler geworden ist mit zusätzlichen Helden. Und einen schönen Abend noch. Wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch. Bis bald. Ciao.